Seht ja neulich, mein Lisbeth, im Treppenflur, was uns fehlt, das wäre Kultur, weil Marienhof und Stefan Raab, das wäre nur für Blöde und für so Gescheide wie uns, gäb's ja Schille und Gede und ein Schritt, ein Adäquater, wäre nicht mehr Fernsehen, sondern Theater. Und seitdem habe jetzt ich und meine Frau einmal im Monat Abonnement. Ich habe dann dort vor, da ist ja mein Lisbeth regiert, da den sogenannten neue Zwei-Hose-Anzug kriegt. Kann ich aber feste Jahre nicht empfehlen, tut ihnen nichts nütze. Man kommt mit zwei Hosen da ganz furchtbar ins Schwitzen. Und auch auf der Toilette war ich noch nicht orientiert, habe ich einen Hoselatz vergessen und schon war es passiert. Die Saison ging dann los, gleich im Oktober, mit einer sogenannten Obe. Also bei einer Obe muss man den ganzen Abend mit Musik verbringen, weil alles, was die Leute sagen wollen, müssen die singen. An der Garderobe hat das Fräulein gefragt, wollen sie ihr Textbuch oder nicht? Habe ich gesagt, danke, nicht nötig, ich singe heute noch nicht mit. Aber wie mir da neu komme, ein Spektakel, die Musik nicht zum Anhören, das reine Debakel, all haben sie da schon noch nicht gespielt, ohne Planung, von Dud und Blase, keine Ahnung, habe ich zu dem Mann neben mir gesagt, die Musik ist ja völlig verfehlt, hat er gesagt, das Orchester tut Stimme, hat er die anscheinend gezählt. Aber dann ist einer reingekommen im Frack, so ein Held. Ja, der hat sich ja direkt vor uns gestellt. Ich wollte schon aufsteigen, dem Kerl an die Batsche. Fangen die Leute um mich herum, vor mal zu klatschen. Dann hat aber der den Musikanten im Nu mit dem Steckchen so gedroht. Und bums, so war Ruhe. Dann habe ich gerufen, du, hörst mal, mein Lisbeth tut mit mir also schenne und schreie. Da könntest du mir das Steckchen für den Hamen mal leihen. Also die Oberdor mit deren Musik hat seltsamerweise der Barbier von Sevilla geheißen, was wieder mal die Dollheit vom Theater beweist, weil es auf Deutsch schon immer nur das Papier heißt. Ja. Überhaupt in der Oper, es war alles so ein bisschen gezwungen. Also es haben nur dicke Männer gegen dicke Frauen gesungen und mit den Gesichtern aneinander immer so nah. Und da spucken die sich beim Singen, ach also mal, ah, ich fand es furchtbar unhygienisch. Und alles nur auf Italienisch. Wer versteht den Text überhaupt nicht, mehr hört schöne Stimmen nur klingen. Ist genau wie wenn man fassen nach die Hofsänger singen. Auf einmal mitten im Stück denke ich, was das dann für ein Schmuh. Da hören die mit Singen auf, der Vorhang geht zu, die Lichter gehen an, die Leute strömen aus. Seht mal, Lisbeth, auf was watzen, mach schnelles, ist Paus. Mir trinke jetzt Sekt im Foyer, an so einem Städtisch zum Stehen, dass die Leute mich in dem deiernahe Kleid auch gut sehen. Und eil dich jetzt und halt dich dran und stell dich an der Sektbar an. Wie ich nach 20 Minuten für 12 Euro mit zwei warmen Sekt wieder komme, ertönt laut ein Gong, war die Pause wieder rum. Und jetzt darf ja der Sekt in den Zuschauerraum nicht mit.
hat mei Lisbeth des Zeich auf Anzug abgeschickt und schon bei der Erstarie dann der Furiose hat sie vernehmlich mal aufgestoßen und wie dann das berühmte Duett ist erklungen, hat die Lisbeth laut als mitgesungen. Nur der Text hat sie geändert. Mein Figaro, bitte sing etwas schneller, ich muss dringend aufs Klo. Überhaupt so oben. Ich habe als gar nichts kapiert. Also die haben ja Handlungen, die sind so kompliziert. Also wie zum Beispiel dort der Don Josef da noch deren Carmen verschmachtet. Liebt die gleichzeitig dort den Torero, der wo spanische Rindviecher schlachtet. Und Desdemona da wird gemurkst von Othello dem Moor. Kein Mensch weiß warum, aber der ist halt Tenor. Und am Schluss immer dasselbe in alle Epoche. Zuerst tun sie sich Liebe und dann wird erstochen. Da ist die Bühne als voller Leiche. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das schnelle mal zeigen. Auf Gnade kannst du, Schurke, nicht hoffen. Oh weh, ich bin getroffen. Vom Blut ist dein Gewand schon rot. Ach Gott, bin ich schon tot. Und bist du tot, bist du erleicht. Nein, noch nicht ganz, ich glaub aber gleich. Ach, und so geht es alles weiter mit Messer und Klinge. Der ist noch lang nicht gestorben, der muss noch stundenlang singen. Hat er mir so leid getan, wie er da geleiert auf der Stufe. Bin ich auf, hab ich gesagt, könnt nicht bitte jemand den Notarzt mal rufen. Ein Monat später, das war dann sehr nett, da stand auf dem Spielplan heute Ballett. Es tanzt die Mainzer Ballerina-Elite von Tschaikowski, die Nussknacker-Suite. Hoch, und da sind die ganzen Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne rumgewippt. Und einer mit so enger Strumpfhose ist 3 Meter hoch gehippt. Und genau im Spagat, da musste er landen. Warum das Nussknacker-Suite heißt, habe ich danach verstanden. Beim nächsten Mal hieß es dann Schauspiel, was man Drama auch nennt. Habe ich Fräulein an der Kasse gefragt, ob sie das Stück kennt. Da gibt sie zur Antwort nur kurz und knapp, Brecht. Habe ich gedacht, um Gottes Willen ist das Stück dann so schlecht. Also mir einfache Leid sind ja nicht Ede Petede. Aber ein bisschen komisch Gefühl hatte ich bei der Mainzer Aufführung Clavigo von Goethe. Da hat sich die Hauptfigur auf der Bühne ungelogen erst so im Schlambus gewälzt und dann ausgezogen. Also ich war jetzt nicht so empört, aber ich hab nicht geschnackelt, warum der Clavigo in Mainstorm im Bibbes gewackelt. Also wenn Sie wollen, dann können Sie jetzt direkt mal vergleichen, weil wie das war, will ich Ihnen mal zeigen.
Na, ich hab mir's überlegt. Schloss lieber sei, Sie werden das verstehen, weil Kleinigkeiten sind von hinten gar nicht zu sehen. Ja, nach dem letzten Schauspiel haben wir uns berappelt und seitdem wird bei uns daheim auch viel vornehmer gebabbelt. Habe ich letzt gesagt, edle Lisbeth, füg eine Wohltat mir zu, auf dass die Anmut deiner Hände mir jetzt im Nu mein Blut in Wallung bringe durch deine Tatze. Habe ich nur gemahnt, sie soll mich am Buckel mal kratzen. Überhaupt seit dem Abonnement bin ich geistig sehr fit. Ich mache jetzt in Gunsenum beim Kulturverein mit. Ich bin da als Schauspieler stande Pede in eine Laienspielgruppenschar eingetreten. Und da haben wir jetzt Romeo und Julia ganz neu interpretiert. Und das Stück sehr lokal und modern inszeniert. Und weil ich als Romeo noch aussehe wie jung verlobt, haben wir als erstes die Balkonszene geprobt. Ach, Julia, du Blonde, ich kann mich kaum beherrschen. Hasch, die Nachtigall sang, nicht vom Gonsbach die Lärsche. Ich tät so gern bleiben, doch ich muss leider gehen. Du bist zwar aus Finten und auch nicht sehr schön, doch du hast Ländereien und es gibt nur wenig wie diese. Und da spür ich mein Spaschel und schon du der Spreese. Also der Regisseur hat gesagt, es fehlt ihm die intelligente, beziehungspsychologisch relevante Komponente, wo bei der Julia womöglich sinnlich verirrt ein restringierter Triebkonflikt deutlich wird. Also so sprich, kenne mein Kopio selten erreiche, aber was ich verstanden habe, kann ich Ihnen mal zeigen. Ich bin die schöne Julia und ich hab goldene blonde Haare. Und wenn du Romeo mir süße Worte auch schenkst, ich bin zwar aus Finden, doch nicht so blöd, wie du denkst, denn ich hab dich geliebt und im Herzen getragen, aber jetzt bist du verrutscht und du liegst mir im Magen. Du willst nur meine Ecke, doch da wirst du nichts verrichten und auf dein derre Spaschel, da kann ich verzichten, denn wie heißt's in Finden, der Wind hat gedreht, weil Liebe vergeht, aber Acker besteht. Also, ich glaube, das Stück wird nichts und mittelfristig ist Theaterspiele für mich auch nicht realistisch. Und bevor ich mich jetzt hier verneige, tue ich Ihnen meine Lieblingsrolle noch zeigen. Hello, ihr Leid, da wird gelacht. Ja, der macht heut Fasenacht. Der Dr. Faust, der Wurf und Gede, frisst der Fisch mitsamt der Grede. Romeo hat Liebestriebe und die Blutwasch, die hat Griebe. Wilhelm Tell, der schießt gern Äppel und mir Mense esse Kreppel. Friedrich Schiller schrieb die Räuber, CSU verjagte Stäuber. An Fasenacht die Verse sprühen, genau wie auf der Schauspielbühne. Es lebe hoch, die Narren schau de Vorhang zu, hat Jay und Elau.
Na nu, was eine große Party. Und so viele Leute. Sind Sie alles Freunde von Herrn Bohnenbeutel? Also die schmucken Bodyguards wollten mich erst gar nicht rauslassen. Ja, dabei warte ich schon eine Stunde und 60 Minuten auf meinen Einlauf. Gestatten, Mooshammer, Rudolf, Freunde nennen mich aber Mosi. Hallo, Freunde. Oh, das hat sich ja angehört, als würden Sie im Pflegeheim nach der Schwester rufen. Ja, das probieren wir nochmal. Ja. Hallo, Freunde. Und wir Bayern sagen ja, Nomen ist Omen. Und dass ich etwas Besonderes bin, das erkennen Sie schon an meinem Namen. Mooshammer. Erstens, ich habe Moos. Prosit. Normalerweise trinke ich ja nur Shampoos, aber heute trinke ich ausnahmsweise mal Sekt. Das ist Mumm. Eine kleine Geste an Mumbach. Also ich muss Sie jetzt mal etwas fragen. Tragen Sie alles Faschingskostüme oder sind Sie alles Kunde bei C&A? Also, Sie, meine Damen, Sie sehen schick aus. Ihr Kleid hat doch bestimmt mal viel Geld gekostet, als es modern war, oder? Oder Sie da, meine Dame, Sie haben eine tolle Frisur. Sind Sie mit dem Motorradl da? Also wie Sie sehen, bin ich ja immer toll frisiert, dank dem Drei-Wetter-Taft. Ja, heute Morgen zum Beispiel, 10 Uhr München, Schneefall, meine Frisur sitzt. Heute Nachmittag, 13 Uhr Berlin, Schauer, meine Frisur sitzt. Heute Abend 20 Uhr Mombach, laues Lüftchen. Mein Pfiffi ist noch in Berlin. Ja, wenn man in die Jahre kommt, muss man etwas tun. Jetzt fragen Sie mich ja nicht, wie alt ich bin. Ich kann mir mein Alter einfach nicht merken. Weil das ist ja jedes Jahr verschieden. Ja, ich liebe meine Daisy. Also sie hat ja gegenüber einer Frau sehr viele Vorteile. Erstens, sie ist treu. Zweitens, sie redet nie dazwischen. Und drittens, kann ich sie einem Freund in Pflege geben. Ja, also verheiratet bin ich ja Gott sei Dank nicht. Stellen Sie sich einmal vor, ich mit einer Frau. Ja, wissen, solche Mischehen gehen ja doch meistens schief. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, Rudi hat sie gesagt, denke daran, auch die schönste Frau ist an den Füßen zu Ende.
Und wegen meines harmonischen Übergewichts habe ich schon mal meinen Arzt gefragt, was ich tun könnte, um schlanker zu werden. Und da sagte er zu mir, ich solle in Zukunft die FDP wählen, denn laut Statistik hätten die FDP-Wähler in den letzten Jahren stark abgenommen. Ja, so ein Witzbold. Also neulich habe ich eine Einladungskarte bekommen und da stand drauf, kommen Sie bitte mit vornehmer Toilette. Ja, also ich schlepp doch keine Kloschüssel mit mir rum. Naja, habe ich wenigstens eine Klobürste mitgenommen. Glauben Sie mir, die anderen Gäste hatten noch nicht mal Toilettenpapier dabei. Also eine Stimmung war auf dieser Party, man hätte eine Stecknadel fallen hören. Ja, also wenn ich meine Hose früher gefunden hätte, wäre ich viel früher nach Hause gegangen. Ja. Und irgendwann sagte jemand zu mir, Sie tanzen aber hervorragend Cha-Cha-Cha. Habe ich gesagt, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ich bin lediglich auf dem Weg zur Toilette. Ja, also man trifft ja immer tolle Persönlichkeiten auf solchen Partys, also viele Prominente, aber auch Politiker. Und Anfang Januar habe ich bei dem Neujahrsempfang bei Karl Friedrich Flick mich mit unserem Bundeskanzler Schröder und Verteidigungsminister Scharping und Norbert Blüm unterhalten. Und Ex-Bundeskanzler Kohl war auch dabei. Kennen Sie den noch? Der früher mal in der CDU war. Als ich ihn nach den Parteispenden fragte, sagte er, also ich habe vor meinem Amtsantritt geschworen, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, das ganze Geld wäre in die Hände der SPD gefallen. Und daraufhin sagte Rudolf Scharping, sehen Sie ja, Kohl, das ist der Unterschied zwischen Ihnen und unserem Bundeskanzler. Der hat kein Geld genommen. Das ist ja kein Wunder. Ich wüsste auf Anhieb niemanden, der dem Schröder etwas geben würde. Ja, und dann sagte Gerhard Schröder, ich sag mal, für eine Partei wie die SPD gibt es tausend Möglichkeiten, an Geld zu kommen, aber nur eine ehrliche und anständige. Und welche Möglichkeit wäre denn das? Sehen Sie, Herr Blüm, über dieses Problem zerbrechen sich meine Parteifreunde und ich gerade den Kopf. Also das verstehe ich nicht. Von dem, was Sie nicht verstehen, kann man ganze Abiturientenklassen durchfallen lassen. Aber ich habe neulich gelesen, dass das menschliche Gehirn nur zu einem Drittel seines Volumens arbeitet. Das ist ja sehr interessant. Und was macht denn das andere Drittel? Ja, aber sag mal, Nobby, stimmt das, dass du neulich zu dem Schäuble gesagt hast, ich wäre blöd? Ja, der hat das aber schon gewusst. Ja, und dann habe ich Rudolf Scharping gefragt, warum er immer so langsam redet. Ich spreche deshalb so langsam, dass ich am Ende eines Satzes immer noch meine Meinung ändern kann. Oh,
Obwohl Ihre Meinung kein Mensch interessiert. Aber was mich mal interessieren wird, Herr Schröder, haben Sie sich versprochen, als Sie unseren Bundesbürgern Steuerentlastung versprochen haben? Ich sag mal, ich verspreche nie etwas und das halte ich aber auch. Und wenn das nicht aufhört, an unseren Reformen ständig rumzukritisieren, dann schaffen wir das Geld ganz ab. Und dann gibt es nur für jeden Bundesbürger noch 365 Essensmarken im Jahr. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Diese Idee hatte ich schon vor 20 Jahren. Ja, und warum haben Sie es nicht umgesetzt, Herr Blüm? Weil damals Willy Brandt seine ganzen Essensmärkchen in Schnaps eingetauscht hätte. Wissen Sie, was Angela Merkel mit ihren alten Klamotten macht? Ich sag's Ihnen, sie trägt sie. Ja, als Strauß einmal eine Privataudienz beim Heiligen Vater hatte, da hat der Papst ihn gefragt, mein Sohn, jetzt sage mir einmal ganz ehrlich, wie viele Millionen hast du beiseite geschafft? Oh, pardon, Heiliger Vater, ich bin zu Ihnen gekommen, dass Sie mir die Absolution erteilen und nicht um anzugeben. Schatzi, wir gehen ja gleich, aber vorher darf ich mich bei Ihnen, liebe Faschingerinnen und Faschinger, ganz herzlich bedanken. Sie waren ein traumhaftes Publikum, ein großartiges Publikum, ein fantastisches Publikum. Da spreche ich so lange, bis die Desi und ich einen riesen Applaus bekommen. Ein großartiges Publikum, ein fantastisches Publikum, ein großartiges Publikum. Danke, 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 danke. Was sagst du, Desi? Ach so, ja. Hello.